Warte mal, was? Wir haben jetzt nochmal einen Hinweis bekommen? Oh, zack, und das wollen wir in Text haben. Genau so ging das und dann Text konvertieren. Was? Time Deadline. Warte, klingelt es gerade? Hallo? Entschuldigung, Sie wurden gesehen, wie Sie einem Insassen dabei geholfen haben zu fliehen. Sie sind verhaftet. Warte, was? Ich habe gar nichts getan. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nichts mit gar nichts zu tun. Oh Mann, Leute, da sind wir im Polizeiauto. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze hier zusammenhängt. Auf jeden Fall sind wir gerade im Polizeiauto. Wir müssen gucken, was jetzt passiert, weil wir wurden irgendwie festgenommen oder sowas in der Art. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut unbedingt oben rechts da vorbei und guckt euch das Video vorher an. Also, da ist halt eine komplette Dings halt. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal zur... was ist das? Das ist doch nicht die Polizeistation oder sowas. Okay, sehr interessant. Okay, ich glaube, wir sind da oder sowas in der Art. Das ist doch nicht die Polizeistation. Wo führst du mich hin? Halt die Klappe und lauf weiter. Okay, alles klar. Ach, du heilige Leute. Also, okay. Hättest du auch ein bisschen netter sagen können. Meine Güte. Okay. Oh Gott. Oh nein. Das ist dieser Pakettyp, Leute. Muss ich jetzt mit ihm in eine Zelle gehen? Ist es dein Ernst oder sowas? Halt die Klappe, geh rein da! Alles klar. Ach du Heilige, warum ist der so böse oder sowas in der Art? Okay, keine Ahnung. Aber jetzt bin ich hier drin und... Oh Gott. Du bist der, der mein Paket schon wieder geklaut hat. Man sieht sich immer dreimal im Leben. Wegen dir sitze ich schon wieder im Gefängnis. Naja, also die Situation ist so, okay? Hör mir mal zu. Also, ich musste dein Paket klauen, weil da war so ein gewisser... Naja, also da wollte jemand Brookhaven zerstören vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder sowas in der Art. Und der wollte unbedingt dieses Paket haben. Jetzt, weil jetzt ist ein Hacker, der irgendwie das Brookhaven wieder zerstören will und nicht der Killer. Der Killer sitzt im Gefängnis und damit er mir hilft, weil ich seine Hilfe unbedingt gebraucht habe, hat ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise dieses Paket gebraucht. Keine Ahnung. Und jetzt scheint er irgendwie ausgebrochen zu sein oder sowas in der Art und deshalb sitze ich hier im Gefängnis. Ja, das ist nichts Neues. Das ist schon das fünfte Mal, dass jemand Brookhaven zerstören möchte. Ach, einen Hacker sagst du? Ich kenne da einen, der hat so eine Fuchsmaske, ja? Eine Fuchsmaske? Ja, genau so eine hat dieser Hacker auf. Glaube ich zumindest, dass das eine Fuchsmaske oder sowas in der Art sein soll. Ach, dann würde sie bestimmt sehr freuen, wenn er hört, dass du das Rätsel nicht gelöst hast. Warte mal, du willst mir davon erzählen, dass ich das letzte Rätsel nicht so wirklich richtig gelöst habe und einfach... Okay. Leute. Das kann er nicht machen, okay? Wie ihr euch vielleicht zurückerinnern könnt, gab es ein Rätsel, was wir ein bisschen geskippt haben und auf eine andere Methode irgendwie gemacht haben oder sowas in der Art. Und dann haben wir an sich ein bisschen gemogelt oder sowas in der Art, aber das weiß dieser Hacker an sich nicht und, oh Gott, und der will ihm das erzählen. Aber wieso willst du ihm das erzählen? Ist das jetzt dein Ernst? Was habe ich dir getan? Ich konnte ja nichts davor. Ich musste es tun mit dem Paket. Nun, es begann alles im Jahr 1996. Ich und mein... Hey, Inmate, 1337, dein Freilauf beginnt jetzt. Was? Wer ist Inmate 1337? Bist du das oder bin ich das? Na du da, du in dem orangenen Outfit. Ich weiß echt nicht, was du meinst. Wir haben beide orangene Outfits an. Das, ein bisschen genauer vielleicht? Ach so, den rechten. Also den rechts von dir aus oder rechts von mir aus? Weil das wäre nämlich ich. Also, ich weiß echt nicht. Also, welches rechts meinst du denn? Na, mein rechts halt. Ach, du mit der Kapuze einfach. Aber ich habe doch auch eine Kapuze. Okay, nein, Spaß, Leute. Es reicht. Ich höre auf. Alles okay. Ich weiß ja schon, wer gemeint ist. Alles gut. Sobald ich hier raus bin, wird der Hacker hiervon erfahren. Okay, alles klar. Und die Tür, die ist natürlich riesengroß offen geblieben. Das ist natürlich für mich perfekt, aber... Leute, jetzt mal ernsthaft, wir dürfen nicht zulassen, dass er dem Hacker das erzählt, weil sonst sind wir auf jeden Fall ein bisschen am Popo, würde ich sagen. Okay, warte, wir können ja einfach rausgehen. Okay, Moment. Können wir irgendwas machen oder so? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich will jetzt nicht, dass irgendwie der Polizist wiederkommt oder sowas. Warum durfte er überhaupt raus und ich nicht? Ich meine... Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung, können wir hier nach... Oh Gott, habt ihr das gesehen? Oh Gott. Weg. Okay, alles gut. Oh, ich glaube, der... Okay, das war's. Inmate, mitkommen. Och, Mann, ich dachte, es hätte geklappt. Okay, wohin gehen wir denn jetzt? Okay, dann zeig mir den Weg. Hopp, los geht's. Okay, dann komm, ab geht's. Ach, Manometer. Oh Gott. Ah ja, hierhin. Okay, muss ich mich jetzt hier hinsetzen? Okay, was passiert jetzt? Okay, in welchem Verhältnis stehen Sie zu den Flüchtigen? Nun ja, ich habe halt, ich wurde irgendwie so ein bisschen erpresst und musste irgendwie das Paket oder sowas klauen, was er hatte und irgendwie habe ich das auch getan, aber Okay, alles klar. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was war ein Paket, was Sie dem Killer übergeben haben? Ein Paket, da muss ich Sie leider enttäuschen, weil ich habe
habe absolut keine Ahnung, was in diesem Paket drin war. Ich sollte halt einfach nur das Paket irgendwie stehlen oder sowas in der Art, weil da irgendwas war. Und aus irgendeinem Grund oder so, keine Ahnung, hat er das dann benutzt zum Flüchten? Also ich kann Ihnen nicht wirklich sagen, was irgendwie da drin war. Vielleicht Sprengstoff oder sowas? Hm, okay, alles klar. Okay, jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Warum sind Sie blond? Was? Warum ich blond bin? Ja gut, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe mir meine Haare blond gefärbt, aber das hatte einen Grund, aber das kommt eventuell noch irgendwann, das Video. Okay, alles klar, dann sind wir hier fertig. Sie können wieder zurück nach unten. Okay, vielen Dank, dann gehe ich einfach mal nach unten, würde ich sagen. Oh Gott, hier wollte ich ja gar nicht nach unten. Was war denn das? Habt ihr das gehört? Oh mein Gott, was? Der Typ bricht aus. Hallo, Polizist, der Typ bricht aus. Polizist, wo ist der Polizist, wenn man ihn braucht? Warte. Oh nein, Leute. Oh, du Heilige. Okay, Polizist, ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber ich leih mir mal ganz kurz dein Auto aus. Ach, du Heilige, ist das langsam. Oh Gott, Leute, ich kann nicht fahren. Was ist das für ein Müll? Oh mein Gott, die sind da unten schon. Oh mein Gott, und ich fahre so lahmarschig hier rum. Oh Mann. Ich werde den niemals einholen. Niemals im Leben mit meinen 5 km/h. Was ist das für ein dummes Auto? Der Polizeiwagen, der war doch vorhin auch schon viel schneller. Ach, du Heilige, Leute, ich glaube, das wird absolut gar nichts. Okay, Leute, 200 Speed, geht das jetzt? Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon viel schneller. Okay, da hinten sind sie auf der Brücke. Zum Glück hole ich die vielleicht noch ein. Ah, oh Mann, ich kann kein Auto fahren. Ich konnte das damals schon nicht, zum kann ich jetzt immer noch nicht, Leute. Okay, warte, wir müssen auf jeden Fall... Ach, Leute, fahren war echt nie meine Stärke. Oh Gott, wo sind die denn jetzt? Wo sind die denn jetzt? Ah, die sind irgendwo da unten. Ach, du Heilige. Okay, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier um die Ecke kommen. Autofahren. Ich war echt schlecht Auto. Ach, Mann. Okay, warte mal. Wo sind sie jetzt hin? Da. Ich sehe sie noch. Was ist jetzt passiert? Ach du Heilige, habt ihr das gesehen? Da war eine Explosion schon wieder. Oh Gott, ich fahr hinterher. Okay, los. Oh Gott. Was macht der? Ach du Heilige, hallo. Nein, stopp. Ach du Heilige. Okay, die sind gerade ein bisschen gecrashed. Oh, mein Kopf. Okay, alles klar. Damit hätten wir das auch schon wieder mal erledigt. Ach du Heilige, Leute. Das war auf jeden Fall eine wilde Verfolgungsjagd oder sowas in der Art. Also keine Ahnung, was da jetzt schon wieder falsch gelaufen ist. Und warum die da gegen die Wand gefahren sind. Ich glaube, das ist ja... warum bist du in meinem Auto? Hä, ist das nicht der Typ, der Fahrer? Hä, was? Ich dachte, du nimmst mich mit. Hä, du hast doch gerade dem Typen geholfen, das auszubrechen und sowas. Ach, komm. Egal, weißt du was? Ich nehme dich einfach mal mit. Okay, alles gut. Solange du nicht mein Auto klaust oder sowas in der Art, ist auch alles okay. Okay, Leute, aber es gibt noch einige Sachen, weil wir hatten ja in irgendwie der letzten Hacker-Folge oder sowas, haben wir ja irgendwas bekommen. Und zwar so ein Code wieder. Genau, und zwar waren das die Hinweise, die wir hatten. Irgendwie das hier, The Line oder sowas. Und ich habe euch dann gefragt, okay, Leute, was genau könnte damit gemeint sein? Ihr könnt halt in den Kommentaren raten und bla bla bla. Und das habt ihr auch fleißig getan. Das heißt, ich würde mal sagen, wir werden jetzt erstmal ganz entspannt nach Hause fahren. Ich weiß noch nicht, wo der Polizist ist und warum ich nicht eingebunkert wurde. Oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, wir werden nochmal ganz kurz nach Hause gehen. Soll ich dich irgendwo vielleicht rauslassen oder sowas in der Art? Nein, alles gut. Nimm mich einfach mit. Okay, alles klar. Dann parke ich dich mal hier hin. Keine Ahnung. Okay, Leute. Jetzt werden wir erstmal unter das Video... okay, der parkt erstmal richtig, glaube ich. Das ist natürlich nur ein Parkassistent. Ja gut, okay, das war's mit dem Auto, war eh nicht meins. Okay, Leute, das war nämlich das Video hier ganz genau. Und hier habe ich euch dann gesagt, Leute, macht das mal. Liebe deine Videos, freue mich auf Part 3. Das freut mich auf jeden Fall. Das Video ist auch schon 3 Monate her. ich liebe deinen Humor und deine Ideen. Ja, das ist vielen Dank. Kannst auch hier ein Herz von mir bekommen. Warte, hier, bitteschön. Time heißt ja auf Deutsch Zeit und Line, Linie. Und wenn man die Wörter zusammenliest, dann entsteht das Wort Zeitlinie. Vielleicht bedeutet das etwas. Tatsächlich habe ich mir gedacht, dass das... tatsächlich was bedeuten könnte. Und dann habe ich noch den anderen Kommentar gelesen. Nämlich hier war zum einen noch ein Kommentar. Ich habe was herausgefunden. Und zwar, wenn man Time the Line übersetzt, kommt Zeitlinie raus. Das war nochmal der Kommentar. Und dann gab es nochmal Jason. Die Hinweise, die du zuletzt gekriegt hast, haben mit dem Krankenhaus zu tun. Der Typ war im Krankenhaus zuletzt. Und dann kam es mir in den Sinn, Leute. Weil hier in diesem Video, warte, Moment, ich kann das dir mal zeigen. Wo war das nochmal mit dem Code? Das war hier. Genau. Kommt euch diese Stelle hier irgendwie bekannt vor oder sowas in der Art? Weil wenn wir jetzt nochmal in Brookhaven gehen und wir werden nochmal mit dem Auto fahren, was wir nicht mehr haben. Weil wenn wir im Krankenhaus sind, ihr kennt ja alle diesen Ort und wo hast du mein Auto hingetan? Was, kennen wir uns? Ach nein, alles gut. Okay, ist ja nicht schlimm, darum kümmern wir uns ein andermal auf jeden Fall. Und zwar hier im Krankenhaus gibt es ja hier hinter dem X-Ray-Maschinen-Dings hier einen geheimen Gang. Und wenn ihr euch ganz genau mit Brookhaven auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr, dass das hier der gleiche geheime Gang ist.
gegangen ist. Hier, Time the Line. Ihr könnt euch noch erinnern, ich habe damals sogar mal ein Video darüber gemacht, wo irgendwas über dieses Secret, was hier, wenn man hier unten da dem Tisch auf den Knopf drückt und sowas. Und da war tatsächlich, steht da so ein Text an der Wand und sowas. Der Hacker hat mir sich den Hinweis gegeben, dass er dort ist. Also will ich jetzt mal gucken, ob das so stimmt. Okay, dann würde ich mal sagen, Leute, wir laufen erstmal hier hinter. Warum ist dieser Typ da? Ach du Heilige, der beobachtet mich oder sowas. Okay, okay, Leute, wird er hier sein? Ach du Heilige! Was zur Hölle? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Ich glaube, er hat auf den Knopf gedrückt, Leute. Wünscht mir viel Glück.